24:30 mit Wetterboost. 24:53. Okay, 24:96 muss er haben. So, erster Ball drin, so muss das aussehen. Ne? Kapu Fala wurde gefangen. Können wir gleich mal bewerten hier. Und es ist ein 11, 12, 13 Straufhain hin und her am Löwen gefangen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und Hannes ist immer noch da. Bei uns ist jetzt nämlich gerade Montag. Wir haben eine dicke, fette XL Max Out Monday Folge rausgehauen, die ihr euch natürlich gerne angucken könnt. Da ist wirklich so viel gemaxt, wurde da noch nie. Daddy ist immer noch Hannes, weil der Hannes ist wie gesagt noch da. Es ist ziemlich kalt, es ist ziemlich windig und wir haben jetzt voll die Idee gehabt. Nicht nur, dass wir gerade fix unseren Raid Pass hier an den Löwen rausgespielt haben mit Patch und Skinny und Jenna, sondern ich bin jetzt in meiner Forschung so weit, pass auf, das zeige ich dir hier, in meiner Forschung, in der Giovanni-Forschung so weit, dass ich jetzt die drei Rocket-Bosse besiegen muss. Also, Alo, Sierra und Cliff. Und dazu möchten wir natürlich wieder ein Video machen. Ich möchte mit dem Hannes heute nochmal hier rumgehen und möchte alle drei Rocket-Bosse besiegen. Das für euch festhalten. Und weil es drei Bosse sind, haben wir gedacht, wir spielen einfach drei Boss, drei Bier, dass der Eindruck entsteht, wir würden den ganzen Tag saufen. Aber das sind die ersten Biers, die wir heute trinken. Haben uns daher ein Sixpack Wickkühler gegönnt, weil der Hannes ist großer Minas Most Fan. Ne? Grüße gehen an Naturin raus. Und der Naturin ist Naturins Wanderbier, das ist das Lieblingsbier von Minas Most. Und weil ich die Forschung so gut finde und überhaupt, spielen wir jetzt drei Bier, drei Boss. Wir werden uns jetzt das erste hier mal fix aufmachen, werden den ersten Boss suchen, werden uns von dort melden und nachdem, wenn wir das nächste aufmachen, dann den nächsten Boss und dann drei Bier, drei Boss. Ne? Geniale Idee, oder? So, jetzt tue ich mal hier eins raus und dann tue ich sogar hier mal noch eins raus. Und dann kannst du das nämlich mal kurz halten, so dass man meine Hände sieht. Nehm schön auf die Hände runter. Und dann macht man das nämlich an der Flasche einfach so auf. Da ist das erste, ne? Und dann hast du ja eigentlich noch hier den Rest und dann nimmst du noch das andere raus. Das geht so lange, bis man nur noch eine Flasche übrig hat und dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Jetzt würde ich sagen, Prost Hannes, nimm mal dein Fläschchen. Danke, Prost. Dass du da bist. Prost. Danke für die schöne Zeit. Ich sage auch danke für die wunderbare Zeit mit dir. Jedes Mal ist immer freut mich immer wieder sehr. Und ja, wir haben immer viel Spaß miteinander, auf jeden Fall. Ja gut, ich habe zwar gesagt, er muss mich positiv erwähnen, aber das war wieder total übertrieben. So viel Lob habe ich gar nicht verdient. Spaß. Okay, nochmal Prost, jetzt habe ich es nämlich verpasst. So. Wir sind jetzt hier angekommen beim ersten Boss und der erste Boss ist Sierra. Ja, dann gucken wir, wie schön das hier aussieht. Wir waren eigentlich hinter diesem Gebäude bei den tanzenden Löwen, sind einmal rumgelaufen, standen an der Mauer. Dann haben wir gedacht, hier oben ist es viel schöner. Denn jetzt stehen wir hier an der Mauer und hier sieht es richtig nett aus. Ihr habt da eure Ruhe, da gibt es dann das nächste Bier. Die zwei sind leer, ihr steht hier oben, da steht der Hannes. Jo. Und hier sind auch solche Säulen. Ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll, darstellen soll. Ob da mal was war oder nicht. Aber jetzt geht es um Sierra. Ich werde natürlich das Team nehmen, was ich sonst früher immer hatte bei allen anderen Sachen. Das ist für die meisten ziemlich langweilig. Aber ich will es ja schaffen und nicht morgen früh noch hier stehen. Außerdem habe ich gesehen, dass ich wieder nur noch 31% Akku habe. Das heißt, wieder Kyokre, Lucario, Despota. Lucario als zweites, um es direkt reinzuholen, zum Schilde rauslocken. Ich habe jetzt aber gerade gar keine Ahnung, was für Pokémon die jetzt einsetzen. Also ist es sowieso überraschend. Oh, das ist schlecht. Wenn wir nämlich jetzt auf Lucario gehen und der hat Hypno, dann heißt es, wir sind direkt gleich tot. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens, ein Schild rauszulocken. So. Traumado, was habe ich jetzt? Hypno? Ja, egal. Traumado hat er. Was es aber natürlich jetzt auch als Shiny gibt. Angriff steigert sich, er kann gerade nichts machen. Dann können wir wenigstens noch das zweite Schild rausloggen.
dass das wenigstens noch ein bisschen Sinn hat. Ansonsten wäre das natürlich der ganz falsche Konda, aber eben durch diesen 3-Sekunden-Vorteil immer. Und den schnellen Charge-Move könnt ihr trotzdem hier auch Schaden machen. Ja? Ich würde sogar jetzt einmal schilden, nicht das Lucario opfern. Und eben den Charge-Move vom Lucario noch durchziehen, weil der ja dann wieder 3 Sekunden nichts machen kann. So, schaffen wir es, den, guck mal, wir schaffen es, den zu besiegen, oder? Er ist tot. Ja, mit dem Lucario ein sehr nice. Traumado besiegt. Jetzt habe ich nicht geguckt, was da ist, es schreit rum, aber es ist ein, ihr habt es vielleicht erkannt, am Schrei, ein Logok. Na, dann passt es ja, dass wir ja ein Kyogre haben mit Wasser, den wir jetzt holen gegen dieses Logok. 1-2, sehr effektiv, das passt. Wir laden unseren Move für den letzten und als letztes hat er noch ein mit, guck mal, Feuer, Unlicht, Hundemon, wir mit Kyogre, also Wasser, sehr gute Wahl gewesen hier als zweites Pokémon. Das Kyogre hält natürlich auch viel aus. Er ist tot, beziehungsweise sie ist tot. Schauen mal, ob es ein Shiny wird oder ob es gute IV hat oder ob es irgendwas anderes hat. Wir werden es jetzt auch direkt fangen. Sonst habe ich ja die dann immer in den Übergang gesetzt, in den Fangbildschirm und erst ganz am Ende bewertet. Ihr merkt, Sturm ist immer noch da. Es gibt ein 12-Kilometer-Ei. Oh, da freue ich mich ja. Da kann man jetzt das neue Pokémon rauskriegen. Es ist kein Shiny. Wir fangen es. Wir bewerten es. Und wir Eiskorb Jens, ne? Und dann ziehen wir weiter mit neues Bier. Und dann wird es schwieriger, weil jetzt war es ja egal. Den ersten, den ihr gesehen habt, konntet ihr eh machen. Aber wenn der zweite, den wir sehen, auch Sierra ist, bringt uns das ja nichts. Der hat ja auch nur 8, 9, 4 oder was das ist. Das ist also nichts. Jetzt Rüpel machen, den zweiten Boss suchen, aber gleichzeitig hier das zweite Bierchen. Das heißt, nehmen wir hier eins raus. Und dann nehme ich hier noch eins raus. Na, Hannes, der will es jetzt einfach so öffnen. Ne? Hannes, der Gentleman, guckt euch das an. Den heben wir gleich auf, keine Sorge. So, jetzt genau. Haben wir eine aufgehoben. Dann Prost, Hannes. Was meinst du? Ist es Cliff oder Arlo, was als nächstes kommt? Cliff. Cliff? Cliff. Wenn ihr für Arlo seid, schreibt es mir in die Kommentare. Dann Prost, Hannes. Prost. Bis zum Cliff. So, ganz spontan, meine Freunde, sind wir jetzt hier am Holzgelände angekommen. Ne? Wir haben nämlich noch einen Cabofalla-Raid spontan mitgenommen an der Brücke hinter uns, an der Brücke der Technik. Ich habe nämlich gesehen, ich habe sogar noch ein Rocket Radar gehabt und musste gar keine Rüpel machen dazwischen und konnte jetzt direkt zum Arlo. Hier sind jetzt die Biers aufgebaut, die Wickenmühler, ne? Also Wickhühler. Da sind die zwei Neuen, aber bevor die kommen, müssen wir noch das Cabofalla fangen. Und da ist immer noch Hannes. Und wir grüßen nochmal ganz herzlich nochmal den Patsch, der nochmal mitgemacht hat beim Raid. Und auch Master Gossi, die auch mit 2 Accounts unterstützt hat. Jetzt stellen wir euch aber hier hin. Gehen wir hier drauf. Wir sehen hier, letzter Angriff, Patsch, Master, Joga, Bra, Reisen, da. Gehen wir hier drauf. 18 Bälle. Was ist denn das jetzt wieder fangen? 24, 42, also 2, 4, 4, 2. Hm. So, das ist nix. Ich schneide das mal so zusammen, dass das Video nicht so lang geht, dass der Wurf, der zählt, dann drin ist im Video. Ah, ist drin, fertig. Also. Wie vorhin, erster Ball, der trifft, ist gleich. Und ich glaube, ich muss mich nicht mal bewegen. Ich glaube, jetzt, wo ich hier stehe, komme ich sogar an den Stop. Genau, hier ist nämlich jetzt der Wickenmüller, also der Arlo, also der, ja, der Arlo. Da muss ich jetzt den Rocket Radar einsetzen. Ich nehme wieder mein Team und guck mal, ob beim Arlo das gleiche jetzt auch funktioniert, was wir eben hatten. Hier ist ein Owei vorne drin, das ist schon wieder Psycho. Warum haben die alle hier Psycho-Sachen gegen meine Kampf-Pokémon? Das ist nicht richtig hier. Jetzt muss ich wieder schnell Steigerungshieb zweimal machen. Einer kämpft mit Traumado, einer kämpft mit Owei. Das ist total unfair, was die von Niantic da immer machen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Sobald er einmal angreift, bin ich eh fast tot. Aber ich habe wenigstens meine 2
meine zwei Moves gemacht, um die Schilder rauszulocken. Da komme ich wahrscheinlich auch jetzt mit Kyokre nicht so weit, weil das ist ja Wasser. Und wenn das eine Pflanze ist und da drauf haut, wir schilden wieder einmal und hoffen, dass wir vielleicht den letzten Steigerungshieb sogar noch durchkriegen auf das Obei, dann wieder zweimal angreifen dürfen und wir wieder mit dem Kampf-Pokémon ein Psycho-Pokémon besiegt haben. Déjà-vu, wie eben schon. Macht es auf jeden Fall nicht so. Das kann nicht gut sein. Und guck hin, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft wieder mal. Jetzt kommt hier Drache und Flug. Das ist genial. Gegen Flug könntest du jetzt schon das Despo da reinholen, dass das Steine wirft. Du kannst aber auch einfach mit dem Kyokre weiter da rumwühlen und vielleicht mal schauen, dass das Kyokre einen Blizzard macht. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier ist. Wir hauen einfach mal so ein bisschen drauf. Ich glaube, bis das zum Blizzard kommt, mach mal lieber mal den Surfer. Ich glaube, der Blizzard lädt so lange, bis der Blizzard voll ist, ist das Kyokre tot. Also, wir machen diesen hier. Das hat nicht viel abgezogen. Wir wechseln mal kurz wegen 3-Sekunden-Regel, werfen noch ein paar Steine hinterher und versuchen mit dem Despo da schon mal ein bisschen aufzuladen. Ich glaube, das war das Schlauste, was ich hier gemacht habe. Haben jetzt hier Stahl, haben jetzt hier Biss, haben jetzt hier Knirscher, haben jetzt hier gar nichts. Er ist effektiv gegen uns. Ich bin gleich tot, oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Despo da! Hier, guck, zieht rein und zieh weiter einen Stein drauf. Los, halt dagegen, halt. Wir müssen, brauchen noch mal einen Knirscher. Oh, oh, wir sind weg. Er hat nicht mehr viel. Wir müssen mit dem Kyogre... Oh, ein Hit gelandet mit dem Kyogre und er war weg. Das war auf jeden Fall schon mal spannend, ne? Wenn ihr nicht das entsprechende Team nehmt, was gut ist, sondern einfach mit dem Team, was ihr immer habt, dagegen vorgeht. Jetzt muss ich aber wirklich 6 Rübel machen und dann können wir erst Cliff suchen. Hattest du übrigens nicht recht, Hannes. Nein. Es war kein Cliff. Nein. Die Hoffnung war da. Achso, wir müssen Shiny Check, pass auf. Man wirkt schon wieder, als wäre man total betrunken. Dabei ist man einfach nur total aufgeregt und gut drauf. Das ist ein Unterschied zwischen gut drauf und betrunken sein. Mensch, da fliegen die Eier durch die Gegend. Das siehst du auch nicht alle Tage. Frohe Ostern. 12%, ich glaube, das mit nix, da muss man nochmal heim. Aber egal, das ist gefangen. Wir bewerten es, ein Obei, 13, 7, 15, Straufhain, Thüringen, tot, Lady Butterfly, wir kämpfen mal kurz, ist nicht da, wir machen das nächste Bierfix auf, ich mach kurz mal diesen und der Hannes macht dann den anderen, so, das ist auf, hier noch ein Hannes, Hannes in Aktion, nehme ich meins. Prost, Hannes, schön, dass du da bist. Das habe ich nämlich heute noch gar nicht gesagt. Und deswegen Prost auch an euch und kein Bier trinken, ne? Belasst das den Profis. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind jetzt hier. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Habe ich eben schon mal gesagt, da war der Akku davon leer. Obwohl ich gerade erzählt habe, dass der Akku von dem Handy vorhin leer war. Und deswegen mussten wir nochmal heim, mussten nochmal Handy laden. Und dann irgendwie so. Und jetzt sind wir da auf jeden Fall kurz beim Lutz gewesen. Wir sind nämlich jetzt hier mit diesem Bier. Das heißt, das ist nicht 3 Bier, 3 Boss, 3 Boss, 3 Bier. Es sind jetzt mittlerweile 4 Bier, weil wir noch beim Döner-Lutz waren. Und haben uns noch 2 Döner mitgenommen, die wir gleich noch verspeisen wollen. Da ist der Hannes. Der Hannes ist nämlich immer noch am Start. Jo. Und ich war auch kurz mal austreten und greif so in meine Hose rein. Und dann hat es knack gemacht und dann habe ich geguckt, was war da denn los? Und guck dir das an, meine Brille, also meine Ersatzbrille, die ist auf jeden Fall jetzt in der Mitte zerbrochen. Und ja, das war die Newsbrille, die ich jetzt immer bei Raids für Zuschauer dann hatte als Ersatz, bis die neue kommt. Das war die Newsbrille, die ich bei Max Out Monday auf hatte und bei den News-Sendungen. Vielleicht hilft ein bisschen Klebestreifen, ich weiß es nicht. Erst bricht der Bügel ab und alle sagen, da fehlt doch was. Jetzt ist halt alles in 2. Wir wollen jetzt aber trotzdem, dafür stelle ich euch jetzt hier hin. Wir sind nämlich jetzt hier vor dem Pflegeheim. Und hier ist Cliff, der Pfleger. Mann, ist das dunkel. Diese Hecke spendet auf jeden Fall kein Licht. Wir wollen jetzt hier den Cliff mal probieren. Mit dem gleichen Team, was wir die ganze Zeit hatten.
Wir packen jetzt hier auch unseren Rocket-Radar rein. Wir wischen mal rüber auf unser Team. Gucken mal, ob sich das noch ausgeht. Wenn wir jetzt hier auch wieder mit Lucario zuerst starten. Wir wechseln direkt aufs Lucario. Er hat ja Dragoso. So, das Dragoso ist immer noch sehr effektiv gegen uns, weil wir haben ja Stahl und es hat Boden. Das heißt, egal welchen Boss ihr besiegen wollt, der ist irgendwie immer im Vorteil, weil der permanent irgendwelche Psycho-Pokémon hat. Und wenn er kein Psycho hat, hat er Boden und ist immer noch im Vorteil. Wir lassen uns aber nicht lumpen, ich bin guter Dinge, dass wir das mit dem Lucario trotzdem schaffen. Wir locken nämlich jetzt gerade das zweite Schild raus. Jetzt ist er auch gleich tot. Guck dir das an, er ist tot. Wir haben noch so viel Energie, viel mehr als vorhin bei den anderen. Wir können nochmal Steigerungshieb machen. Haben jetzt ein Elevoltag. Da wäre das... da wäre das Kyogre jetzt natürlich nicht so gut. Wir könnten vielleicht wechseln auf unseren Kollegen, auf den Despotar. Wir sind jetzt tot. Ich gehe auf jeden Fall jetzt auch mal aufs Despotar. Guck mal, was das macht. Das wirft jetzt Steine. Er ist trotzdem sehr effektiv. Wir versuchen mal, den niederzumachen. Und mit einer vollen Attacke auf den letzten. Und der letzte ist, ich sehe nicht, was es ist. Es ist auch Despotar. Wir machen Despotar. Gestein gegen das Despotar. Ansonsten hast du Unlicht gegen Unlicht. Weiß ich auch nicht, was das macht. Aber wir haben ja noch das Kyogre übrig. Und das Kyogre hat ja trotzdem Wasser gegen Gestein. Das müsste also ein leichtes Spiel sein. Das dürfte auch nicht so krass gegen uns abgehen. Vielleicht schaffen wir es, einen Surfer einzusetzen. Ein Surfer geht noch durch. Dafür nehme ich euch jetzt sogar in die Hand, weil ich es so cool finde, dass wir das alles geschafft haben. Im ersten Anlauf jeden Rocket Boss besiegt. Im ersten Anlauf erst Sierra, dann Alo, jetzt Cliff. Und dann werden wir gleich heimgehen und gleich den Döner essen. Und das gute Landbier vom Lutz trinken. Wie gesagt, kein Chill mit Ramses. Wir sind nämlich heute Montag. Dann nehme ich das auf. Wir haben den letzten Tag noch mal richtig genutzt, noch ein paar Videos gemacht, noch ein paar andere Sachen. Da wird die Woche auch immer noch was online kommen. Ich habe aber keine Ahnung, wann das hier online kommt. Hannes ist auch am Kämpfen, so wie es aussieht. Ich mache auch gerade Dalo. Cliff. Oder er hat sich Rubbellose gekauft, das kann auch sein. Ja. Wir drücken jetzt mal hier drauf, gucken mal, ob es ein Shiny ist. Nicht. Ob es ein gutes ist. Mit goldener Beere. Mit Curven. Einmal draufwerfen, großartig. Jetzt noch ein 100%, das wär's. Glaube ich aber nicht, aber vielleicht ist es ja das Beste von allen, die wir jetzt dann hier hatten. Ich kann auch euch kurz zeigen, was ich jetzt in der Zwischenzeit an Krypto-Pokémon gemacht habe. Das ist ein 12, 1, 7 oder was auch immer das sein soll. Bringt mich also nicht so weit. Zwischendurch haben wir hier dieses Liljep gemacht, das ist auch schlecht. Wir haben das Traunfugil gemacht, das ist schlecht. Das Tyrakrok haben wir bekommen. Ein Dratini und ein Macholo. Das ist, glaube ich, irgendwie das Beste. Skungapu noch dabei. Das sind dann wieder die anderen. Und jetzt habe ich genau das Problem, dass ich zwar diese Aufgabe hier fertig habe. Ich kann das alles abholen. Ich kann auch also den Radar annehmen von Giovanni. Und dann habe ich ja die Aufgabe eigentlich, dass ich den Giovanni suchen muss, muss gegen ihn kämpfen und muss ihn besiegen. Weil ich aber schon das Kryptolatias abgeholt habe mit dem Pass, mit dem Radar aus der Meisterwerkforschung, möchte ich das jetzt natürlich nicht machen. Ich würde diesen Rocket, Super Rocket Radar also aufheben, bis Giovanni sein Pokémon wieder wechselt. Ich denke mal, nach Latias kommt Latios und würde direkt am ersten Tag, wo Latios da ist, das mir dann holen. Das drückt man mal hier fix durch, ich kann es eh nicht lesen. Ihr seht hier auch, finde den Boss, kämpfe gegen den Boss, besiege den Boss. Gibt es noch ein paar Sachen. Ich darf den also nicht aktivieren. Einschalten? Nee, wollen wir nicht. Und weil wir es nicht einfach wegdrücken können, machen wir es einfach aus. Ansonsten würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Hannes, dir nochmal am Prost. Nochmal schön, dass du da warst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Immer gern wieder. Wir versuchen morgen noch den Community Raid zu machen mit Voldolos in der Tiergeistform. Der wird eher dann online kommen, nämlich direkt am Dienstag als das hier. Das kommt vielleicht am Freitag, weil am Donnerstag dann das Apex, Lugia und so. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß vielleicht auch bei den Videos. Habt nicht so ein komisches Bild von uns. Wir tun nur so in den Videos immer. Außer das mit der Brille. Da haben wir nicht so getan, das war halt wirklich dumm.
von meiner Seite aus. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Servus. Und eure Döner. Ja, für alle. So. Prost. Reinkippen hier. Und der Busch sagt auch noch was.